Meine Nase läuft. Mann, ich hab gedacht, er wird nur dazwischen schießen. Vierten Warp Room kannst du zwei geheime Level, einmal Digging It und das andere Hanging Out, oder wie das heißt, also das Abschlusslevel. Also es gibt einmal... Ah nee, das eine ist nur, da kriegt man einen lilanen Edelstein, wo man die Nitro-Treppe hochgehen muss. Da kriegt man den lilanen Edelstein. Und dann gibt es einmal so eine Plattform, wo die ganze Zeit so eine Pflanze drauf schießt. Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht, ob das hier ist. Kann das Ding mal ausgehen? Warum ist das so lange an? Den hier. I don't know if older people in Germany can understand when you say ich werde ihn auschecken. But the younger generation definitely would understand what you mean. Rückwärts reingehen. Oh, hier gibt's doch Bienen. When I talk German, I think I'm even German people couldn't understand me, right? Because how should I explain that? Weiß jemand, was Nuscheln heißt? Sometimes I don't say the last letters of the word. Mumble, yeah. Sometimes I'm mumbling quite hard. So even Germans sometimes don't understand me. Don't understand me. Nehmen wir den Checkpoint mal mit und gucken, ob wir rückwärts da reinkommen. Ich weiß auch nicht, ob da... Wir haben den Checkpoint geholt, komm. Nee, das kriegen wir nicht hin. Dann fehlen uns entweder Kisten. Ach, einfach drauf geschissen, wir gehen hier einfach... Wir gehen einfach so hier hin. Fertig.
So, Road to Ruin. Da haben wir es doch, genau. Das Level aus dem dritten Warp Room. Crash, ich habe nicht viel Zeit. Cortex hat die neue Raumstation fast fertig. Irgendwas ist faul an seinen Aussagen. Bitte dich vor seinem Blick. Okay. Jetzt habe ich mir das nicht gemerkt. Müssen wir da nochmal zurück? Ich meine, da wäre eine TNT-Kiste in der Mitte. Ja, natürlich. So. Crash! Crash! So, Nitro-Kisten auf jeden Fall. In dem Bereich waren auch Kisten, wo man nicht sterben darf. Okay, ja, aber wie gesagt, wir haben das eh nicht. Oh, der kommt, glaube ich, nicht wieder, ne? Ach, doch, sehr schön. Wir müssen sowieso noch mal in das Level rein, weil wir jetzt halt den mittleren Ausgang genommen haben. Ich nenne es einfach mal so. Deswegen ist das egal. Haben wir den? Ne, haben wir natürlich nicht mitgenommen. Schneidest wieder mal Zwiebeln. Wolltest es nur anmerken. Ja, das ist sehr lieb von dir. Was gibt's denn zu essen? Ich hoffe doch nicht nur Zwiebeln. Das wäre nicht so toll. Da waren keine Kisten. So. Wir müssen die sowieso aktivieren, aber die Frage ist, kommen jetzt hier Nitro-Kisten oder nicht? Ich werde direkt, glaube ich, ich mache die auf und springe direkt nach hinten rechts. Dann sind wir denen nämlich dann aus dem Weg direkt. Serviettenknödel? Was ist das denn? Mit Gulasch. Gulasch ist... Ja? Okay, hier sind Kisten. Was sind denn Serviettenknödel? Kenne ich nicht. So, jetzt können wir auch hier mal das extra Level betreten. Semmelknödel in einer Serviette gemacht. Meist so länglich. Noch nie gesehen. Ist wohl eher so ein Robot-Ding. Crash 2 habe ich schon verflucht oft auf PlayStation 1 durchgespielt. Da kenne ich das Game schon gefühlt auswendig. Kommt aus Österreich, glaube ich. Ich habe damals sehr, sehr viel Crash gezockt, nur irgendwie in letzter Zeit so gar nicht mehr und mein Gehirn lässt auch irgendwie ein bisschen nach. Ja. Deswegen. Nehmen wir natürlich mit hier.
Wir haben einen Tiny Tiger haben wir besiegt. Dann waren wir, glaube ich, zweimal im Extra Warp Room. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Also ich habe mich noch nicht mega aufgeregt oder so, also hast noch nichts Besonderes verpasst. So, hier hatten wir jetzt auch alles. Das ist schön. Dann können wir jetzt nach oben weiter. Müssten wir sowieso fürs nächste Level. Ja. Diginit müssen wir nochmal rein wegen den Kisten und wir dürfen nicht sterben. Und ich wollte mir auch noch mein Bier holen. Ich war gerade so geil auf die Zeit hier, ne? Ich wollte gerade echt die Zeit einsammeln. Oh, das ist schön. Was? Warum? Was ist... Wir sind super Crash. Nun. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Nicht mal mehr eine Maske. Zwei Masken, mit drei Masken gestorben und dann gar keine mehr. Aber normalerweise, wir haben noch keinen Checkpoint eingesammelt. Eigentlich müsste die Plattform noch da sein. Das ist eigentlich nur, wenn man ab einem Checkpoint neu startet, dann verschwindet die Plattform. Eigentlich. Bam. So. Ab jetzt. Ab jetzt gilt's. The name is Vlog Dave. It's like vlogging, vlog, and Dave like Dave. Kann vielleicht mal irgendjemand im Chat schreiben oder so. Das wäre sehr nice. Keiner in den Chat. Ich dann schreibe ich's. So. So. Vier Stück plus 22 sind 26. So, wir sind eigentlich noch im grünen Bereich. Und da ist die Plattform noch. Die Äpfel lasse ich da. Dann wissen wir nämlich, da müssen wir dann nicht mehr weitergehen. Da müssen, ja, ganz viele Nitro-Kisten. Aber zum Glück, wenn man die einmal befahren hat, dann ist das eigentlich gut.